Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich euch mal ein paar Tipps zum Thema geben: Mietwagen im Ausland. Auf was muss ich achten? Vielleicht erstmal vorweg. Normalerweise stehen auf meinem Kanal große Reisedokumentarfilme im Fokus. Aber es gibt auch sehr viele Randthemen, was das Reisen betrifft. Wenn ihr also Bock auf Reisen habt, seid ihr hier genau richtig und abonniert gern meinen Kanal. Vergesst dazu auch nicht die kleine Glocke mit anzuklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder einen Reisefilm oder wie in diesem Video Tipps hochlade. Was mir auch wichtig ist zu sagen, der Inhalt dieses Videos basiert ausschließlich auf eigenen Eindrücken und Erfahrungen diverser Reisen in ferne Länder. Nichts soll hier rechtlichen Bestand haben, es geht mir lediglich darum, euch ein paar Tipps an die Hand zu geben. Also, alle Angaben ohne Gewähr. Und dann steigen wir doch gleich mal ein in die folgende Frage. Warum überhaupt einen Mietwagen für eine Reise buchen? Also für Leute, die ohnehin nur einen Hotelurlaub planen, ist dieses Video generell vielleicht nicht so wichtig. Für alle, die aber vor allem eine volle Flexibilität im Land ihrer Träume erfahren wollen, ist ein Mietwagen absolut perfekt. Es ist nämlich ein leichtes, auch in kürzerer Zeit größere Sprünge auf der Landkarte zu machen, ohne dass man auf andere Transportmittel angewiesen ist. Ich persönlich erlebe Reisen zudem deutlich intensiver im Mietwagen, weil ich meine eigene Reise zudem buchstäblich in Form des Lenkrads in der Hand halte. Dann gibt es noch ein paar Benefits. In warmen Ländern ist ein klimatisiertes Fahrzeug natürlich echt nett. Auch der Transport des eigenen Gepäcks ist somit sehr einfach. Und falls man doch mal keine Hotelübernachtung findet, kann man sogar im Auto übernachten. Das habe ich zum Beispiel ein paar Mal in Australien so gemacht. In ärmeren Ländern habe ich den Mietwagen zudem als eine Art, ich sag mal, Sicherheitsblase empfunden. Also innerhalb des eigenen bewegenden Autos ist das eigene Zeug halbwegs sicher. Mietwagen haben aber auch Nachteile. Da wären zunächst erstmal die Kostenfaktoren für die Miete selbst, dann der Treibstoff, Parkgebühren und Versicherung. Außerdem besteht natürlich auch das Potenzial technischer Probleme. Man trägt auch Verantwortung für einen Gegenstand, der einem nicht gehört. Unfälle sind ein weiteres Thema und wie man damit im Fall der Fälle umgeht. Und letztendlich ist man auch entkoppelt von seiner Umgebung. Das heißt, ein reiner Mietwagentrip ist also weniger etwas für Leute, die noch intensiver mit den Einheimischen in Kontakt kommen wollen. Meiner Meinung nach überwiegt generell die Flexibilität alle sämtlichen Nachteile. Kommen wir mal zur Frage, in welchen Ländern macht es überhaupt Sinn? Oder gibt es auch Ziele, an denen ein Mietwagen gar keinen Sinn macht? Also für so große Städte wie New York, Singapur oder Hongkong würde ich, glaube, kein Auto mieten. Da ist man mit öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich schneller und vor allem auch preiswerter unterwegs. Man bedenke dort natürlich auch die fehlende Parkplatzsituation. Auch für meinen Indien-Trip hatte ich seinerzeit von der Anmiete eines Fahrzeugs abgesehen, weil dort zum Teil Kamikaze-ähnliche Zustände auf den ohnehin überfüllten Straßen herrschen. Dann gibt es aber extrem viele Länder, wo es einfach nur geil ist, selber zu fahren. Allen voran natürlich Kanada, die USA, Australien, Lateinamerika, Neuseeland, Südafrika. Naja, da gibt es halt viele. Schaut euch meine Reisedokumentarfilme an und ihr werdet sehen, es geht. Es gibt viele Länder, bei denen ich sehr gerne von Autofahren 2.0 oder gerne auch 3.0 sprechen würde. Besonders für so Länder wie Peru oder auch Indonesien liest man in einigen Reiseblogs viel davon, dass man sich hier vielleicht nicht unbedingt selber hinters Steuer setzen sollte. Besonders in den Städten herrscht dichtes Gedränge und man findet abstruse Stilblüten der einheimischen Fahrer. Von Indien mal ganz abgesehen, aber das hatten wir ja gerade schon. Was ich damit sagen will ist, es gibt also Länder, die würde ich nur erfahrenen Autofahrern empfehlen. Ich möchte mich jetzt selber nicht unbedingt als Meisterautofahrer bezeichnen, aber es gehört manchmal vielleicht schon so ein bisschen Mut und Umsicht und auch Vorsicht dazu, sich in manchen Ländern im Auto zu bewegen. Als ich das erste Mal zum Beispiel in Malaysia war, habe ich mich erstmal auf eine Fußgängerbrücke gestellt und eine halbe Stunde lang eine Kreuzung beobachtet. Vor einer roten Ampel, da sammeln sich nämlich wie in einem Pulk viele Mopedfahrer. Ja, und die lässt man am besten erstmal losfahren, bis man selber im eigenen PKW dann langsam und umsichtig nachzieht. Auch ist es in Asien wichtig, nicht in der Spur zu pendeln, damit man berechenbar bleibt für andere. Gehupt wird, in Peru habe ich das ähnlich erlebt, auch gerne für: Achtung, ich überhole.
Manchmal nutzt man die Hupe aber auch nur dazu, um die Straße frei zu blasen. Man sieht, es ja, gibt in vielen anderen Ländern so ganz eigene Sitten als ja, diejenigen, die wir hier von Deutschland aus so kennen. Okay, welches Fahrzeug braucht man denn überhaupt? Grundsätzlich gilt, je kleiner, desto preiswerter. Ich spare ja immer gerne Geld, wo es geht. Aber manchmal muss man dann eben doch in die vollen Langen. Sagen wir mal so, bewegt man sich auf geteerten Straßen und man hat vielleicht nur ein Gepäckstück dabei, genügt die unterste Economy-Klasse. Ist man gezwungen, auch Schotter- oder sogar Sandpisten zu befahren, sollte man auch an ein Offroad-Fahrzeug denken. Stichwort Sandpisten, ja, die findet man auch gerne in Namibia und vermehrt Schotterpisten sogar auch in Lateinamerika. Will man naturnah reisen, kann auch die Anmiete eines Campervans die beste Entscheidung sein. So habe ich zum Beispiel Neuseeland bereist und würde es jederzeit auch wieder machen. Ein Offroader mit Dachzelt ist zum Beispiel für das südliche Afrika auch eine sehr geile Wahl. Wo bucht man? Zunächst muss man feststellen, dass es die sogenannten Mietwagenbroker gibt und dann eben auch die richtigen Mietwagenfirmen. Die Broker treten lediglich für die Vermittlung einer Buchung auf. Da gibt es also eine gewisse Verwechslungsgefahr. Man kann natürlich auch bei Mietwagenfirmen direkt buchen, aber nicht selten, so zumindest meine Erfahrung, sind bei der Buchung über einen Broker eben noch weitere Features, zum Beispiel Versicherungsleistungen oder Freikilometer, sogleich inklusive. Da dieses Video hier ein redaktioneller Beitrag und keine Werbung sein soll, nenne ich hier mal keine speziellen Webseiten. Ich werde aber oft gefragt, ob ich spezielle Webseiten empfehlen kann. Nehmt euch einfach mal eine Internetsuchmaschine und gebt mal typische Begriffe ein wie Mietwagen und dann euer Zielland. Speziell für Namibia hatte ich mich zudem für einen einheimischen Verleiher entschieden und diesen einfach durch die Eingabe von 4x4 Namibia im Internet gefunden. Sucht mal, ihr könnt das auch. In diesem Punkt will ich mal eure Blicke auf die Buchungsdetails lenken. Wenn ihr zum Beispiel euer Internetportal für die Buchung gefunden habt, lest und vergleicht das Angebot bitte genau. Ich achte immer darauf, dass alle Kilometer frei sind. Es gibt nämlich Angebote, da sind nur 1000 Kilometer inklusive und jeder weitere Kilometer geht dann richtig ins Geld. Dann achtet auch bitte auf den besten Versicherungsschutz. Auch Schäden an Glas, Reifen und Unterboden sollten mit abgedeckt sein. Dann achtet darauf, dass Schäden an Personen und Sachen mit einer hohen Summe versichert sind. Hier gibt es auch noch zu beachten, dass die Brokerportale euch zwar einen guten Versicherungsschutz bieten, aber oft auch nur in Form einer Zusatzversicherung hier in Deutschland. Das heißt, wenn im Ausland etwas passiert, müsst ihr zwar dort erst einmal den Schaden bezahlen, bekommt das Geld dann aber hierzulande von der Versicherung ersetzt. Das hat bei mir schon einmal gut geklappt. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass man auch einen entsprechenden Verfügungsrahmen auf der Kreditkarte vorhalten muss, damit man das eben erstmal vor Ort bezahlen kann. Aber das ist dann ein anderes Thema. Für Namibia möchte ich noch erwähnen, dass der Versicherungsschutz bei meinem Vermieter unmittelbar erlosch, sobald man die Verkehrsregeln vor Ort missachtet. Also zum Beispiel auf Schotterpisten schneller als 80 km/h fährt. Die Fahrzeuge waren mit einer Blackbox ausgestattet und Fehlverhalten konnte dann entsprechend, wenn im Fall der Fälle, nachgewiesen werden. Für die Anmiete empfehle ich weiterhin immer von gleicher Zeit zu mieten, also Abholung und Rückgabe jeweils um 10 Uhr. Falls nicht, fällt eventuell ein zusätzlicher Miettag an. Weiterhin ist es sehr oft preiswerter, wenn Abhol- und Rückgabeort identisch sind. Einwegmieten kosten in manchen Ländern richtig Geld. In den USA und Südafrika habe ich das noch am preiswertesten in Erinnerung. Aber zum Beispiel in Argentinien ist das unbezahlbar, sodass eine Rückfahrt selbst über 2000 Kilometer durchaus lohnt, inklusive Treibstoff, Übernachtung und Verpflegung für den Fahrer. Schaut euch also oder schaut auch bitte nach, ob Fahrten auf Schotterpisten erlaubt sind. In Nordamerika wird das gerne ausgeschlossen, in Südamerika hat man damit weniger Probleme. Ein Navi würde ich übrigens nie zu buchen, da ist das mit dem Handy doch durchaus preiswerter, wenn man sich damit durch die Gegend schicken lässt. In diesem Punkt möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, eine zusätzliche spezielle Mietwagenversicherung abzuschließen. Sucht mal in einschlägigen Suchmaschinen, um entsprechende Anbieter zu finden. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass Personenschäden für den PKW bei meiner Peru-Reise nur mit einer unteren vierstelligen Summe in US-Dollar abgesichert waren. Das ist natürlich viel zu wenig. Mietwagenversicherungen sehen hier eine Deckung von 2 bis 3 Millionen Euro vor.
Außerdem lassen sich mit solchen Extraversicherungen auch noch die ja im Raum stehenden Selbstbeteiligungen komplett schlucken, sofern sie halt im ja, eigentlichen Mietvertrag noch drinstehen. Und ja, was auch noch wichtig zu beachten ist, dass eine solche zusätzliche Versicherung, wenn man sie denn noch abschließen möchte, auch schon idealerweise gleich in die gleiche Zeit fallen sollte wie die eigentliche Mietwagenbuchung selbst. Da schiebt das also nicht auf die lange Bank. Habt ihr denn auch alle wichtigen Dokumente, die man für einen Mietwagen so braucht? Ich gehe auf jeden Fall schon einmal davon aus, dass ihr überhaupt einen deutschen, also nationalen Führerschein besitzt. Der wird für kurzzeitige Aufenthalte, also touristische Zwecke, erstaunlicherweise schon mal in vielen Ländern dieser Erde anerkannt. Aber eben nicht in allen. Speziell dafür gibt es den internationalen Führerschein. Den braucht ihr auf jeden Fall in Australien, in manchen US-Bundesstaaten, ich meine unter anderem in Wyoming oder auch in Südkorea. Ein Blick auf die Webseite des Auswärtigen Amtes unter Reise- und Sicherheitshinweise ist ein guter Tipp, um die generelle Notwendigkeit schon einmal in Erfahrung zu bringen. Zur Beantragung geht ihr zu eurer Führerscheinstelle. Leider kostet der einen kleinen zweistelligen Eurobetrag und ist auch nur wenige Jahre gültig. Ich habe mir mittlerweile ohnehin angewöhnt, ihn pauschal bei einer Fernreise dabei zu haben. Sicher ist sicher. In Südafrika zum Beispiel war zum Zeitpunkt meiner Reise eigentlich der nationale Führerschein aus Deutschland ausreichend. In einer Verkehrskontrolle hatte man mich aber auch speziell nach dem internationalen Führerschein gefragt. Wenn ihr nach Japan wollt, braucht ihr darüber hinaus eine japanische Übersetzung des Führerscheins. Da gibt es Dienstleister im Internet, die so etwas anfertigen können. Dann gibt es aber auch noch einige Länder, wo selbst der internationale Führerschein nicht mehr ausreicht. China ist da so ein Beispiel. Ihr müsst vor Ort einen chinesischen Führerschein machen, um im Land fahren zu dürfen. Wie man da drankommt, soll ja aber nicht Gegenstand dieses Videos sein, weil ich selbst bis zu diesem Video noch nicht selber in China gewesen bin. Nicht vergessen möchte ich in diesem Punkt auch noch zu erwähnen, dass man für Grenzquerungen zwischen Ländern noch gesonderte Papiere für einen Mietwagen benötigen kann. Für meine Pendelei zwischen Chile und Argentinien hatte mir der Verleiher notariell beglaubigte Dokumente ausgehändigt, die ich zuvor extra bestellen musste. Nehmt also vorher Kontakt mit eurem Verleiher auf, wenn ihr Grenzquerungen machen wollt. Kommen wir endlich zur Übernahme des Fahrzeugs. Was nicht zu empfehlen ist, wäre einfach einsteigen und losfahren. Stattdessen solltet ihr euch den Zustand des Fahrzeugs genau ansehen. Alle Kratzer, Dellen und generell Schäden solltet ihr gemeinsam mit der Verleihstation schriftlich festhalten. Denn nur was dokumentiert ist, kann euch hinterher natürlich auch nicht in Rechnung gestellt werden. Macht doch gern ein Foto von eurem Gefährt, bevor ihr loslegt. Ich weiß aber auch, dass es nach einem 10-Stunden-Flug mit ordentlich Jetlag schon eine Herausforderung sein kann, noch einmal hellwach zu sein, um alle möglichen Dellen zu entdecken. Vielleicht will man auch einfach wirklich nur ganz schnell ins Hotel. Sollten euch noch Bugs am Auto auffallen, gleich reklamieren. In Kambodscha war es zum Beispiel nicht möglich, sich anzuschnallen. Dieses Anschnalldingens, diese Lasche, befand sich entlang des Gurtes oberhalb des Plastik-Rückhaltepins. Das Personal hat diesen dann kurzerhand aufgeknipst, damit das Gurtschloss endlich erreicht werden konnte. Die Abholung auf meinen Reisen habe ich übrigens in westlichen Ländern immer als sehr durchdacht empfunden. In Asien kann das aber schon mal etwas spannender werden. In Indonesien am Flughafen Jakarta gibt es nämlich keinen Stand mit den international agierenden Ketten der bekannten Verleiher. Da lief das nach dem Verfahren Meet and Greet. Das heißt, auf euch wird ein Agent warten. Erst nach einer Stunde war es mir gelungen, den Typen überhaupt zu finden. Die Sache war auch vor dem Hintergrund tricky, weil ich nicht direkt aus dem Flieger rauskam, sondern ja schon vorher ein paar Tage in der Stadt verbracht hatte. Also bin extra zum Flughafen gefahren. Hier hilft nur Durchfragen an Taxiständen oder Informationsschaltern. Bitte einsteigen, Schlüssel rumdrehen, Kupplung kommen lassen, oder? An dieser Stelle habe ich eine einfache Bitte an euch. Haltet euch einfach an die Regeln. Auch wenn ihr in Deutschland auf der Autobahn gerne schnell fahrt, das kann euch in anderen Ländern richtig Ärger einbringen. Ihr wollt doch eigentlich nur eine tolle Zeit im Ausland verleben, oder? Mit gesundem Menschenverstand und vielleicht auch mal einer etwas zurückhaltenden Fahrweise wird euer Roadtrip sicher zu einem unvergesslichen Erlebnis. In diesem Punkt möchte ich euch mal fix eine Mietwagenreise durch die Welt machen. Also, es geht mir darum, was mir grob aus einzelnen Ländern in Sachen Verkehrslage und Regeln so auf die Schnelle im Gedächtnis geblieben ist.
Fangen wir mal mit den USA und auch Kanada an. Wie eben schon gehört, haltet euch hier besonders an die Geschwindigkeit. Es gibt sehr viele Kontrollen. Während es hierzulande nur die Polizei gibt, gibt es in den USA Sheriffs, die Police, die Highway Patrol und auch gerne noch die State Police. Wer hier zu schnell fährt, läuft sogar Gefahr, mal eine Nacht im Gefängnis zu verbringen. Auch wichtig bei einer Polizeikontrolle: Fenster runterlassen und Hände sichtbar ans Lenkrad. Bedenkt, dass in den USA viele Schusswaffen im Umlauf sind. Im Übrigen dürfen Schulbusse, wenn sie warnblinken, nicht überholt werden. In Peru und Argentinien auf jeden Fall immer mit Abblendlicht fahren. In Peru gibt es zudem einige korrupte Polizisten, die das auch sehr genau nachprüfen. In Argentinien sind mir vor jeder größeren Ortschaft Polizeikontrollen aufgefallen, die sich gerne Reisepass, Fahrzeugpapiere und Führerschein zeigen lassen. In Südafrika ist es gute Sitte, auf breiten Straßen überholenden Fahrzeugen auf dem linken Seitenstreifen Platz zu machen und danach nett einmal kurz warnzublinken als Dankeschön. In Südafrika gibt es noch den Four-Way-Stop. An einer mit 4 Stoppschildern betitelten Kreuzung fährt zunächst dasjenige Fahrzeug, welches als erstes angekommen ist, dann das zweite und analog der Reihe so weiter. In Namibia sollte man auf Schotterpisten nie schneller als 80 km/h fahren, wegen verstärkter Überrollgefahr. Geländewagen haben einen höheren Schwerpunkt. In Indonesien leben die Menschen de facto alle an der Straße. Selbst morgens um 6 Uhr ist schon dicker Verkehr. Man kommt auch teils kaum aus einer Parklücke deswegen heraus. Dafür stehen gelegentlich Aufpasser, die mit Trillerpfeife den Verkehr zum Anhalten zwingen, damit man selbst überhaupt hinausfahren kann. Selbstredend sehen sie dafür gerne ein paar Rupien Belohnung. In Neuseeland sind Brücken durchnummeriert. Auch auffällig sind Schilder vor jeder Kurve, die anzeigen, mit wie viel Kilometer pro Stunde man gut durchfahren kann. In Australien blinkt man vor Kreisverkehren in die Richtung, aus der man den Kreisverkehr verlassen möchte. Nichts geht ohne tanken. Zumindest solange wir noch alle brav Verbrennungsmotoren fahren. Und meiner Meinung nach wird das auch noch in sehr vielen Ländern noch einige Zeit lang so bleiben. Nun gut, auch hier gibt es ein paar Stilblüten. In den USA und Kanada ist es üblich, dass man zunächst die Kreditkarte autorisieren muss. Bei älteren Tankstellen geht man also fix rein, um die Karte schon einmal durchzuziehen. Bei moderneren Tankstellen kann man die Karte direkt in ein Lesegerät an der Zapfsäule stecken. Oft muss man auch noch die Pumpe aktivieren. Dazu drückt man den Aufleger, auf dem der Zapfhahn gerade ruhte, nach oben. Erst dann kann es losgehen. Während man in reicheren Ländern die Befüllung des Wagens selbst vornimmt, ist ein Tankwartservice in Asien, im südlichen Afrika und auch Lateinamerika Standard. Je nach Land würde ich mich auch nicht auf die Zahlung per Kreditkarte verlassen. Aber nach ein paar Tankversuchen hat man meist raus, wie das im entsprechenden Land so ist. Ansonsten schaut euch auch gerne mal meine Ländertipps auf meinem Kanal an, da erfahrt ihr das alles nochmal im Detail. Fürs Tanken in Argentinien würde ich übrigens auch noch einiges mehr an Zeit einplanen. Oft ist hier nur eine Zapfsäule in Betrieb und davor kann sich eine längere Schlange bilden. Hand aufs Herz, seid ihr schon mal im Linksverkehr gefahren? Vielleicht sogar noch mit einem Rechtslenker? Den Erstkontakt hatte ich in Australien und ja, schon im Flugzeug hatte ich etwas Muffen vor den ersten Metern. Ich bin auch noch abends angekommen und musste nur noch 7 Kilometer bis zu meinem Hotel zurücklegen. Es war grauenvoll und vielleicht erinnert ihr euch an meine Worte in meinem Australien-Film, ich muss das unbedingt mal bei Tageslicht sehen. Nun gut, hier mal ein paar Tipps zum Einstieg in den Linksverkehr. Es gibt durchaus Leute, die sagen, einsteigen und losfahren. Prinzipiell ist das auch gar nicht so falsch. Mehr noch, sie sagen, du musst dabei das Hirn ausschalten. Naja, ich empfehle, die ersten 50 Kilometer besonders achtsam zu sein. Sucht euch auch am besten ein Land aus, in dem es halbwegs gesittet zugeht. Also nicht gleich Indonesien mit dem Linksverkehr beginnen. Macht euch auch erstmal mit dem Auto vertraut. Merkt euch, der Blinker ist immer an der Fahrertür. Er ist also de facto mit dem Wischer vertauscht. Für Anfänger kann es auch gut sein, ein Automatikfahrzeug zu mieten. Falls nicht, man sitzt bei einem Schaltwagen nicht links, sondern rechts vom H-Kreuz. Die Gänge sind an gleicher Position, aber man sitzt eben anders als Fahrer. Für die ersten Kilometer empfehle ich stetig in alle Spiegel zu schauen, damit man lernt, was um einen drumherum los ist und wie das eigene Fahrzeug im Raum positioniert ist. Auch wichtig, es gilt trotzdem rechts vor links. Erste Überholmanöver bringen natürlich auch so ihre Tücken. Schulterblick nicht vergessen und wieder brav links rüberziehen.
Nach einem hoffentlich geilen Trip müsst ihr euch leider von eurem liebgewonnenen Gefährt trennen. Ich für meinen Teil steuere dafür meist wieder den Flughafen an, wo ich das Fahrzeug einst abgeholt hatte. Wenn ihr in staubigen Gegenden unterwegs wart, solltet ihr den Wagen vielleicht auch vorher noch einmal grob sauber gemacht haben. Ich erinnere mich an eine schnelle Wagenwäsche bei meiner 10.000 Kilometer Reise durch Westaustralien und auch durch Alaska und das benachbarte Yukon. Ich erinnere mich, dass es in Kambodscha aber auch mal, ja, dass ich es da mal drauf ankommen lassen habe. Hier wollte man lediglich 10 US-Dollar für die Reinigung des Fahrzeugs haben. Bei den geringen Reisekosten ist das da aber auch nicht wirklich ins Gewicht gefallen. Dann denkt auch daran, nichts im Wagen liegen zu lassen. Habt ihr alle eure CDs, USB-Sticks und Taschen rausgeräumt? Ach ja, meist mietet man den Wagen ja nach der Full-Full-Regel. Das heißt, ihr müsst vorher den Wagen natürlich auch noch einmal vollgetankt haben. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt und selbst dann noch ein paar Kilometer extra durch die Gegend fahrt, denn der Vollstrich der Anzeige hat ja nicht selten eine Breite von 30 Kilometern. In den USA und Australien erinnere ich mich, dass die Rückgabe auch ja mit am leichtesten war. Einfach ins Parkhaus rein und fertig. Na dann, ab ins Flugzeug. Das waren in Kürze meine Tipps zum Thema Mietwagen im Ausland. Auf was muss ich denn so alles achten? Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gern mal in die Kommentare, was eure Tipps so sind. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht aber auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir natürlich noch, dass ihr meinen Kanal natürlich bitte abonniert und vergesst auch nicht, diese kleine Glocke anzuklicken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.